Ja, hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin Reiseblogger bei GermanBackpacker.com. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland. War davor auch tatsächlich noch nie in der wunderschönen Region Saale-Unstrut. Ich bin morgens mit dem Fahrrad hier angekommen und habe die wunderschönen Weingüter und Weinreben gesehen auf dem Weg nach Freiburg. Herzlich willkommen im Weinhotel Freilichtzahn. Ich bin hier ja im wunderschönen Weinhotel Freilichtzahn untergebracht, das auch ganz neu eröffnet ist. Auch eine richtig coole Weinbar tatsächlich hat, wo man sich so aus dem Automaten ganz viele verschiedene Weinsorten auch rauslassen kann und die probieren kann. Ein Stopp heute war der Imker, wo ich mehr über die Bienen und das Honiggewinnen gelernt habe. Und ich muss sagen, die Bienen sind eigentlich echt richtig coole Tiere. Der Rauch besänftigt die Bienen saugen sich dann voll Honig, haben einen vollen Magen und sind dann lange nicht mehr so angriffslustig und der Imker kann dann in aller Ruhe sich den Völkern nähern. Bienen sind immer die Hauptbestäuber. Ohne Bienen wird es sehr, sehr viele Nahrungsmittel nicht geben. Bad Sulza ging es für mich als erstes in das Gradierwerk. Wir sind jetzt hier im Gradierwerk Luise, unserer großen Attraktion. Und ursprünglich hat man die halt gebaut, um den Salzgehalt im Solewasser zu erhöhen. Also mit Sole kann man viele verschiedene Dinge machen. Bei uns kann man Sole inhalieren und man kann Sole trinken. Das wirkt dann sehr positiv auf den Magen-Darm-Bereich. Was ich auch total cool fand, war, dass es ja tatsächlich eine öffentliche Solequelle gibt. Und Gläser standen auch bereit. Das heißt, ich habe da auch gleich mal ein paar Stückchen probieren können. Wir waren auch an dem Ort, wo die Sole herkommt. Wir waren im Quellgebäude unserer Sophienquelle und dort wurde die Sole abgefüllt. Guten Tag. Hi, Patrick. Guten Tag. Ich bin Thorsten. Ich habe dann, nachdem ich bei den beiden Betrieben war, beim Imker und auch bei der Soleherstellung, habe ich dort dann die beiden lokalen Produkte auch mit in das Hotel Freilichtzahn genommen, wo ich dann mal geschaut habe, was der Koch mit Honig und Sole so zaubern kann. Und tatsächlich haben wir zusammen ein richtig cooles Gericht gekocht. Ganz gut, ja. So, jetzt sind wir fertig. Das ist unser Kalbsbäckchen mit einer Rotweinsauce auf Sole-Risotto und die in Honig marinierten Möhrchen. Super. Sehr gut sieht das aus. Dann probieren wir mal. Haben wir gut hinbekommen. Ich habe hier richtig viel erlebt, von wunderschöner Natur über Kultur, Geschichte und natürlich Kulinarik mit richtig gutem Wein. War alles dabei und ich freue mich auf jeden Fall, hier bald wieder zurückzukommen und die Region noch mehr zu erleben, denn Saale-Unstrut hat wirklich unglaublich viel zu bieten.